Hallo und herzlich willkommen zurück bei Still Update. Wir sind tatsächlich im Orbitlift, aber natürlich können wir nicht bis oben hindurchfahren, weil... Nun ja, wer hätte das gedacht? Dinge sind geschehen. Und wir müssen noch ein bisschen was an Dingen finden. Ich sehe nur gerade, dass da oben irgendwie alles kaputt ist. Also, dass das nicht so richtig da oben herumsteht. Da ist nämlich eine Kiste. Und ich habe noch etwas gefühlt eigentlich. Also, ich habe gedacht, ich habe da hinten so eine Tusse gefühlt, die man ein bisschen aussaugen kann. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass das gar nicht mehr so stimmt. Ich komme schon dahin. Da ist die Kiste. Wir müssen jetzt dieses Gerät hier benutzen. Tja. Ach, da ist es sogar ein Punkt. No. Aha. Ah, da ist der Roboter. Komm her, du! Ich hätte gerne noch ein paar Klamotten. Trinksystemerweiterung. Hey, mein Trinksystem ist schon voll erweitert. Wie kommen wir da hinten hin? War ich dafür jetzt zu langsam? Ich komme da gar nicht hin. Da! Da ist sie! Da will ich doch hin. Zu der Tusse. Was ist hier los? Also ich will mal sagen, dafür, dass das hier so ein komischer Lift sein soll, haben die nicht besonders ihre Ladung gesichert. Das ist ja eine Katastrophe hier. Oh. Ich glaube, wir müssen das da hinfahren. Ich freue mich schon voll. Morgen kommt. Ich weiß nicht, wann die Folge heute kommt. Ich glaube, die Folge kommt Freitag. Ja, heute Abend startet Astrobot auf meinem Kanal. Ich glaube, das hier ist die Freitagsfolge, die 6.9. Folge. Wenn ja, 18 Uhr geht's los, wenn ihr dabei sein möchtet. Ich freue mich schon mega drauf. Also, das kann ich einsammeln. Okay. Ich weiß noch nicht, was uns hier erwartet, aber es wird eventuell schrecklich. Oh nee. Ach nee, sowas. Oh Gott. Jetzt bin ich wieder viel zu langsam. Oh Gott. Okay. Warum sind hier kleine Klamotten drin? Wieso finde ich jetzt so viel Zeug, aber keine Klamotten? Achso, das ist nur so eine Kiste, okay. Hier haben wir nur Objekte, Objekte, Objekte. Ah, das Setzen sieht man nicht hin, das ist ja... Den habe ich ja genug. Ach so, verdammt, wir können ja gar nicht da lang. Ach, wir können ja auch nicht hier lang, wir müssen da drüben lang. Ich will aber hier rein. Hallo? Ich möchte da rein wieder. Da ist viel cooler. Hey, wie komme ich da hin?
Hier fährt man doch nach oben. Hä? Was ist hier Phase? Hey, da sind Klamotte drin. Wie komme ich da dran? Wie komme ich da hin? Weh, da sind nur Bitcoins drin, ey. Das nehme ich dir dann übel, Spiel. Oder ein Ohrring. Also ich wäre jetzt mit der Tuse da unten, aber die Klamotte ist mir wichtiger. Hallo? Hier ist es auch kontaminiert. Verstehe. Daher kommt es also. Auftrag von Legionär 761. Los, wenn ihr zögert, sind wir alle tot. Ein Stück weiter gibt es einen Passagierlift. Ich versuche, uns so viel Zeit wie möglich zu verschaffen. Ihr müsst hier verschwinden und zur Kolonie. Bewegt euch jetzt. Ach, nach unten, ein Glück. Körperkern. Okay. Was ist das? Hä? Okay. Körperkern ist schon Max, deswegen geht's nicht mehr. Okay, folgendes. Was ist denn jetzt hier los? Was soll das? Mach's auf! Kommen wir da oben? Da! Da ist ein Seil. Wie kommen wir da hin? Nur von der anderen Seite machen irgendwie. Ich würde ja mal meinen, wir müssen von draußen hoch rein und dann hier unten und dann können wir das von innen aufmachen irgendwie. Oh. Halt, stopp. Achso. Ist okay. Ich prügel dich zurück in das Ding. Wartet mal, bis ich jetzt... Wartet mal. Den Weg können wir erstmal vergessen. Lilly, du weißt aber schon, was ich da hinten gesehen habe, oder? Das ist dir schon bewusst. Und ab. Oh, was macht ihr denn? Kokettchen. Hallo, bitte. Machine Hive. So, und jetzt aber erstmal hier, wie komme ich denn jetzt darüber? Ich will zu meinem... Geht's denn hier lang?
nicht, dass ich irgendwas Offensichtliches hier vergesse. Och. Mann. Muss nicht sein. Kann man auch nicht hoch, oder? Ah, nee, nicht so richtig. Oh, man darf auf jeden Fall nicht in der Mitte stehen. Irgendetwas Furchtbares. Haben wir schon weggemacht. Ist okay, Lee. Erinnerung von Legionär 760. Das erinnert mich an einen alten Filmklassiker mit einem menschenfressenden Hai. Der Hai konnte Blut riechen und verschlang Menschen. Die Nightieber sind wie der Hai. Sie werden von dem Geruch angezogen, dem einzigartigen Ozon-Geruch der Legion. Aha, sie tragen also den Ozon-Duft. Schock von Legionär 743. Die Kontamination hat sich nicht von unten nach oben gefressen, sie kam von oben herunter. Spuren der Kontamination wurden in der Orbitstation festgestellt, dann bleibt nur noch der Zentralkern. Och, na super, das hat er mich ja noch gesehen. Was ist hier los? Nein, ich bin gestorben. Ich lebe wieder. Bis viel. Erinnerung von Legionär 719. John, du lebst, was für ein Glück. Feiern können wir später. Es gibt einen Weg zum Passagierlift, weit weg von den Nightibas. Alles wird gut, gehen wir. Ich bin immer noch zur kleinen Kiste. Johns Rückblick. Nico, wusstest du das? In der Prestige Lounge gibt es einen Garten mit Blumen und Bäumen. Er erinnert mich an den Garten, in dem wir früher immer gespielt haben, als wir noch klein waren. Diese Erinnerung ist nur noch ein Echo. Ich will diese Kiste. Hä? Ach so, da ist er drüben.
Das ist doch gemein, jetzt bin ich so nah dran. Aber einen anderen Weg gibt's ja hier nicht, oder? Ist das hier ein Aufzug? Sieht nicht so aus. Oh mein Gott! Ich habe noch nie eine so starke Kontamination gesehen. Nein! Nein, lass mich raus! Lilly, gibt es noch einen anderen Weg? Oben ist ein funktionierender Passagierlift. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, wie man dorthin kommt. Tja, die einzige Option ist der Weg vor uns. Nein, lass mich wieder zurück. Was soll das denn jetzt? Hä? Fällt gerade was ein. Wir müssen uns mal opfern. Hier muss ich das nicht umbringen. Das könnte ein bisschen dauern jetzt. Wir müssen das leider machen. Ich muss da echt. Das kann ja ewig in mich umbringen. Ich muss das jetzt nochmal verifizieren, dass wir da nicht drankommen. Bitte nicht. Bitte unten. Bitte nicht nach der Tür. Oh Gott, ein Glück. Okay. Sehr gut. Okay. Ich habe gesagt, wenn wir das da jetzt drücken, dass wir dann, hier ist schon mal nix. Genau, da oben ist das Ding. Das haben wir gedrückt. Achso. Hier. Oh Gott, zum Glück sind wir jetzt nochmal zurückgegangen. Das hättest du doch wohl so gern, hä? Spiel.
gucken, wie das jetzt meins wird hier. So, jetzt können wir Wetten abschließen. Was wird es? Zwei Bitcoins, ein paar Ohrringe, eine Brille oder tatsächlich irgendeine Klamotte, die wir brauchen? Es ist eine große, runde Brille. Wahnsinn. Wollte ich schon immer. Komisch, dass wir das jetzt auch nochmal alles machen müssen. Ach nee, müssen wir gar nicht. Die ist nur einfach hier so. Die leuchtet einfach nur noch. Was ist das hier eigentlich? Verstehe ich nicht. Ja, der hier ist auch schon fertig. Also hier können wir eigentlich nur vorbeirennen jetzt. So. Ich hätte gerne Klamotte gehabt. Ich habe so viel Krempel gesammelt für Klamotten jetzt. So. Na gut, die Großen sind auch schon weg. Jetzt haben wir hier nämlich nichts mehr. Kann man eigentlich einfach nur durchrennen. Voll Knopf. Ja, du wartest da, das ist mir schon auch klar, ja. Ja, ja, ja. Da ist noch so eine Kiste. Also, ach, hier kommen wir rein, oder was? Ich überlege gerade, ob das hier sowas ist, wenn das nächste Mal ruckelt, dass das dann hier rausrutscht irgendwie. Wenn das nächste Mal was auslösen.
Niemals kommt der da rausgeschlendert. Wieso kommt man hier rein? Nicht einfach drauf los schießen. Los, Klamotte. Wir das auch. Ich fühle mich hier gerade ein bisschen sicher. Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Ich wünsche euch einen wunderbaren Tag. Bleibt gesund. Danke an Robert Dag für die Kanalunterstützung und bis morgen. Tschüss.